Sie ist die Olympiahoffnung der deutschen Biathleten. Laura Dahlmeier, 24 Jahre alt, holte bei den letzten Weltmeisterschaften eine ganze Handvoll Goldmedaillen. Am wohlsten fühlt sie sich in den Bergen, in schroffen Felswänden zum Beispiel, die den Rest der Welt eher das Fürchten lehren. Ich glaube, ich bin ein Stück weit da irgendwie bergsüchtig und möchte es immer wieder machen, möchte die Grenzen auch nach oben verschieben. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied zum normalen Training, auf, zum Beispiel auf einer Tatanbahn 400 Meter. Das ist natürlich auch eine Challenge, dass man sagt, man schafft da immer bessere Zeiten, aber wenn man an der Felswand irgendwie ja, seine Ziele verschieben kann und man kann auf einmal eine 1000 Meter Wand klettern oder Schwierigkeiten meistern, wo man sich davor das nie vorstellen hat können, dass das möglich ist, das ist ganz was Besonderes. Letzten Sonntag in Antholz stürmte sie zu ihrem 19. Weltcupsieg. Niemandem aus der hochkarätigen Konkurrenz gelang es ernsthaft, die Verfolgung aufzunehmen. Triumphe im Tal, sagt sie, seien durchaus vergleichbar mit solchen oben in Gipfelnähe. Ich denke schon, dass es Ähnlichkeiten gibt zwischen den Grenzerfahrungen beim Biathlon, beim Wettkampf und beim Bergsteigen. Und doch ist es irgendwie anders. Also beim Biathlon wirklich auf so einer Schlussrunde Kopf ausschalten, alles geben, 110%, wenn da eine Gegnerin vor mir ist und ich möchte die mit letzter Kraft irgendwie überholen, da hole ich wirklich das Letzte aus mir raus. Da weiß ich, ich kann im Ziel umfallen, da kommt schon jemand und stellt mich wieder auf die Beine, da ist ein Arzt da, da gebe ich wirklich alles. Bei der Bergsteigerei muss man natürlich schon ein bisschen mehr auf sich selber und auf die eigenen Kräfte achten, dass man sich das besser einteilt. Und wenn da oben mal was schief geht, kommt die Bergwacht. Und dann ab und zu auch Laura Dahlmeier. Ehrenamtlich ist sie dabei, wenn andere in Not geraten. So mit 18, 19 habe ich mich entschlossen, zur Bergwacht zu gehen. Ich habe da ganz normal meine Ausbildung gemacht, wie alle anderen Bergwachtler auch. Das ist schon sehr umfangreich, gerade was die Sonnenausbildung betrifft, beziehungsweise die ganzen Wintertermine, Winterausbildung, war es schon schwierig, das irgendwie mit dem Wettkampf und Trainingsplan so zu vereinbaren. Ich bereue es aber keine Sekunde und ich bin froh, dass ich das alles so normal gemacht habe. Sie liebt ganz offenbar das Extreme und die spezielle Gemeinschaft in der Höhe. Am Felsen zählen Medaillen und Titel wenig. Können und Teamgeist dafür umso mehr. Ich habe da so ein bisschen eine familiäre Bindung, durch das, dass mein Papa Bereitschaftsleiter bei der Bergwacht Garmisch-Partenkirchen ist. Er war am Anfang eher dagegen, weil er gesagt hat, als Leistungssportler hat man doch nicht so viel Zeit fürs Ehrenamt und man muss einfach ein bisschen Zeit mitbringen. Ich bin mittlerweile aber super happy, dass ich das gemacht habe. Und dann zieht es sie selbst immer wieder ganz hoch hinaus. Letzten Sommer in die peruanischen Anden zum Beispiel. Mein Kindheitstraum, den ich mir hier ermöglichen habe können. Und es war unheimlich schön. Ich wollte schon immer mal in die Anden, einfach Südamerika, mal ein anderes Land erleben. Es war vor allen Dingen auch die Vegetation. Also wir sind am Meer gestartet, dann fährt man durch Kakteen, kommt dann irgendwann hochgelegene Dörfer und Städte. Die ganzen bunten Farben haben mich sofort angesprochen. Das ist schon was anderes. Das ist mir jetzt bei uns auch gar nicht so gewöhnt. Und dann waren es aber vor allen Dingen auch die Berge, die einfach schneeweiß waren. Das sind so spezielle klimatische Bedingungen, durch die der Schnee dann wirklich an die Felswände klebt. Und man hat so, ja, so nicht wirklich Steileis, sondern es war eher so Firn oder Schnee, aber trotzdem in einer Steilheit von über 70, 80 Grad. Und hat viel Spaß gemacht, da hoch zu pickeln. Und wenn sie mal nicht mit Steigeisen oder auf Langlauflatten unterwegs ist, sitzt die Zollbeamtin regelmäßig auf dem Mountainbike. Hier kann sie abschalten, nachdenken darüber, dass ihr eine olympische Medaille bisher noch nicht vergönnt war. Die letzten Spiele in Sotschi waren für fast alle deutschen Biathleten eher ein Reinfall. Das soll diesmal anders werden, so wie die Geschichte mit dem Mountainbike. Die hat sich auch irgendwie zum Guten gewendet. Meine Eltern sind ja beide professionell Mountainbike gefahren.
Wir sind natürlich als Kinder auch viel beim Radlfahren unterwegs gewesen, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich das zwischenzeitlich wirklich gehasst. Ich hatte einmal einen Sturz und ja, mir hat es dann nicht mehr so viel Spaß gemacht. Ich wollte einfach was anderes machen, wie meine Eltern mich von dem ein bisschen lösen. Und die Faszination ist dann eigentlich später wieder gekommen, so mit 16, 17 rum. Und mittlerweile mache ich es super gern, also Radlfahren. Zu Hause ist Laura Dahlmeier in Garmisch-Partenkirchen. Hier haben nicht nur die Eltern ihren Anteil am sportlichen Höhenflug, sondern auch der Großvater. Der hat in seiner Werkstatt den Gewehrschaft zurechtgeschnitzt. Der angefangen mit seine Messer da zum Rumhantieren, mir quasi das Griffstück angepasst auf meine kleine Hand, hat mir immer wieder Sachen gegeben zum Testen, schau mal, wie groß soll das sein. Ja, haben wir da früh umeinander tüftelt und es war schon super schön. Er hat seinen Ofen eingeschirrt. Ich glaube, es hat draußen sogar schon angefangen, ein bisschen zum Schneien. Ja, wir haben alte Kassetten angehört, also wirklich, wie man es vorstellt. Laura Dahlmeier hat ganz offensichtlich viele Talente und daheim auch die Möglichkeiten, die auszuleben. Ihre allergrößte Gabe allerdings brachte ihr kurz vor Weihnachten einen ganz besonderen Titel ein. Sportlerin des Jahres 2017 ist Laura Dahlmeier. Laura Dahlmeier, mit 24 hat sie schon Sportgeschichte geschrieben. Allein in diesem Jahr 6 WM-Medaillen, 5 davon aus Gold und den Gesamtweltcup gewonnen. Es ist die größte Auszeichnung für Sportler hierzulande. Jetzt geht's nach Korea. Und da ist das Wichtigste auch schon von langer Hand vorbereitet. Ja, wir haben letztes Jahr, waren wir ja in Pyeongchang schon bei den Vorolympischen Wettkämpfen und haben da die Möglichkeit gehabt, ein Kloster zu besichtigen. Und da haben wir einen Glücksbringer deponiert. Als ob sie den bräuchte. Laura Dahlmeier hat längst bewiesen, dass man auch mit 1,62 zu den Größten gehören kann.